Nur Talk, eine neue Rübenzeit. Ich hatte ja gehofft, dass hier ein Outfit rumliegt. Dem ist aber nicht so. Ah, ja, genau, ich habe vergessen vorzulesen. worum geht's? Kann ich helfen? Oh, du hättest früher kommen sollen. Kürzlich hätte ich was gehabt, aber jetzt nicht mehr. Macht nichts. Oh, da ist nichts geworden. Eine Orange versimmelt. Das ist, weil das zu nah da dran steht. Sollte vielleicht das hier wäre, ne? Also eins frei, das könnte was werden. Oh nein. Sabrina ist weg. Nein. Ich hätte misstrauisch sein sollen. Ein neuer ist da, dann zieht auch ein anderer Bewohner weg. Och nö. Also. Warum ziehen denn die weg, Mensch? Ausgerechnet die, die ich mag. Da gewöhnst du dich an jemanden, dann machen sie husch. Die Wald. Guten Morgen. Ah, wie schön. Huch. Wie lange habe ich hier geschlafen? Hast du mal Kenjobs kennen? Du schon wieder. Ey, warum sprichst du mich überhaupt an? Ich will einen Job. Du möchtest mir helfen, ja? In dem Fall könntest du für mich zu Emil gehen. Aha, Emil. Ich habe Emil meinen Fotoapparat geliehen und bräuchte ihn jetzt selbst. Kannst du ihn für mich holen? Das mache ich. So, jetzt wurdest du offiziell beauftragt. Gutchen.
dass ich ganz zufällig meine Bude aufgeräumt habe. Also was willst du? Was holen? Ich bin jetzt nicht so furchtbar begeistert, dass ich dir das jetzt sagen muss. Aber ich habe den Futterbrat nicht mehr. Nathan kam neulich her und hat mich, um mich zu besuchen, hat ihn quasi mitgenommen, bestimmt nur aus Versehen. Ich nehme niemand ernst, darum ist es wahrscheinlich am besten, du holst ihn selbst ab. Arme Socke. Hey, schönen Morgen. Ich nehme an, du bist von der Sorte früh zu Bett, früh raus. Was kann ich für dich tun? Gib mir Arbeit. Mal sehen, nee, im Moment habe ich nichts. Tja, ich glaube, ein Ball könnte gegen diese Langeweile helfen. Warte. Obwohl, die Schaufel kann ich ja doch in der Hand behalten. Hier war doch ein Ball. Oh, hab ich ein Glück. Und den brauche ich nicht mal irgendeine dusselige Brücke versuchen hochzubuxieren. Hey, ein Ball! Hey, nochmal guten Morgen. Es muss doch einen Grund geben, weswegen du hierher kommst. Hier der Ball. Ich habe echt schlechtes Gewissen, weil ich dich um einen solch selbstsüchtigen Gefallen gebeten habe. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht schlecht über mich. Doch, gerade zuletzt. Aber ehrlich, Claudia, ich hatte nicht erwartet, dass du mir mit der Suche so viel Mühe machen würdest. Das sollte belohnt werden. Als Zeichen meines Dankes habe ich etwas für dich. Mal sehen. Wie wäre es mit diesem Gartenzaun? Meiner Meinung nach ist der elegant. Mit diesem Ball werde ich viel Spaß haben. Ich hoffe, ich kann mich auch in Zukunft auf deine Hilfe verlassen. Ja, noch nur. Ich höre sie nicht mehr. Die sind jetzt die Klippe runtergefallen. Da wächst eine Kirsche. Und wächst und wächst und wächst. Ja. Mit dir müsste ich mal reden. Du kannst von mir aus wegziehen, das wäre mir egal. Hallo, Claudi. Hast du letzte Nacht gut geschlafen? Pikmin. Ein paar Wälder zersägt? Ich hab so lala geschlafen. Was ist los? Aber gerade hatte ich eine Idee. Nein, mir fällt nichts mehr ein. Oh. Hey, was zum... Ich hab geschlafen. Hier draußen. Wenn du doch gesehen hast, dass ich schlafe, warum hast du mich dann angesprochen, Baby? Vision Arbeit. Ach, Claudi. Wie schön, dich so schnell wiederzusehen, Baby. Übrigens, brauchst du irgendwas, Baby? Oh je, gerade hatte ich noch etwas für dich zu tun gehabt, aber darum hat sich jetzt schon jemand anders gekümmert. Oh, vielleicht nächstes Mal, Baby. Du meine Güte, Claudi. Wie nett von dir vorbeizukommen und dich mit mir zu unterhalten. Du bist wirklich ein Schatz, Baby. Ruf mich einfach, wenn du mich siehst, okay? Versprochen? Also, Claudi, was willst du? Job. Tut mir leid, mir fällt gerade nichts ein, Baby. Diese Moins kommen die noch nicht so richtig aus dem Quark, könnte das sein? Ach, guck mal, da hier ist ja ein Orangenbaum. Da könnt ihr gerade ein paar Orangen mitnehmen und versuchen, da oben nochmal eins zu pflanzen. Gartenzaun. Den habe ich aber schon im Katalog, den kann ich verkaufen. Hier mache ich die Verkaufsdinger
rollt ja nicht weg. So aus dem Quark. So, hast du mir gesagt, wer es hat? Tag auf. Also, was willst du? Will was holen. Ach Mensch, ich wollte doch nicht, dass du extra für Theo herkommst. Hier ist auf jeden Fall der Fotoapparat. Vergiss nicht, ihn abzugeben. Achso, ich war heute schon mal bei ihm, aber mit währenddessen war ich noch nicht in dem Auftrag drin. Okay. Ein Glück schaffe ich nicht bei der Post. Ist der Brief da hin? Weiß nicht, was steht denn drin? Ja, Moment, ich guck mal nach, ne? Ach, schön hoch. Wie lange habe ich hier geschlafen? Warum bin ich morgens so müde? Also dann, was würde ich hier? Ich habe ihn endlich wieder. Mein Fotoapparat ist endlich wieder da. Ich glaube, dafür schulde ich dir einen Gefallen. Vielen Dank. Gut gemacht. Du kannst dieses Outfit haben. Ich hoffe, es gefällt dir. Was anderes habe ich nicht. Ich bin sicher, du erkennst daran, dass ich von Mode was verstehe. Oh oh. Wenn man das so unterstreicht, ne? Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wenn ich mal wieder Arbeit habe, sehe ich zu, dass du sie erledigst. Ich brauche ja ein neues Outfit, ne? Ah ja, gut, zwei Outfits, so schlimm kann das nicht werden. In Blau, ja. Kann man lassen. Ich frag mich, ob das 8er Outfit schwarz ist. So wie die 8er Kugel. Ich denke mal, bis 9 geht's auf jeden Fall. Und dann gibt's eben die 23 und irgendwas mit 50. Warum auch immer? Also, ich hab keinen blassen Schimmer, was das soll. Ob das irgendeine Bedeutung hat. Also, ich denke mal, es hat eine Bedeutung. Da war doch auch noch ein Stein. Habe ich den schon angeditscht? Oder bin ich da mal vorbeigerannt? Nee, hä? Okay, nee, da bin ich jetzt irgendwie. Konfus. Ist gar kein Stein. Na nü, na na. Und vor allen Dingen, ich finde auch die Fossilwerke irgendwie nicht so. Eine habe ich jetzt gefunden, das ist so relativ mau. Also, ne? Irgendwie ist das mau. Ja, oder? Da liegt der Bär. Ach, guck mal da. Komm, oh mein Gott. Ein bisschen schimpfen und schon geht es. Das ist deutsche Kultur. Einfach muss ich aufregen ohne Ende. Egal über was, und dann geht's besser. So, dann machen wir die Schaufel mal kurz weg. Weil jedes Mal, wenn ich den anquatsch, packt er die weg und dann packt er sie wieder aus. Und die behalte ich. Das mal kurz hier weg.
Ach, das ging ja flott. Ich heiße Gulliver, ein liebes Kind. Ich habe dich überrascht. Nun, ich habe mich auch überrascht. Es gibt aber eine einfache Erklärung dafür, dass ich mich hier befinde. Ich war auf meinem Schiff, der betrunkene Schwalbe, als ein gigantischer Krake uns angriff. Gewaltige Tentakel waren überall, doch ich kämpfte mit ganzer Kraft. Schließlich hat sich das schmierige Biest durchgesetzt und ich wurde in das große, weite Meer geworfen. Was? Warum siehst du mich so an? Du glaubst mir nicht, oder? Du denkst, ich habe mir das ausgedacht. Tja, wie toll von dir. Ich riskiere mein Leben und meiner Besatzung zu reden und du nennst mich ein Lügner? Was? Du denkst, ich bin nur auf Deck eingeschlafen und bin dann über Bord gegangen? Sei nicht albern. Was? Du glaubst nicht, dass ich gegen einen Riesenkraken gekämpft habe? Und warum siehst dein Gesicht denn da so aus? Was? Du glaubst, ich bin auf einer Qualle eingeschlafen? Das würde erklären, warum mein Kissen so unbequem war. Ich sage dir was. Wie wär's, wenn wir diesen kleinen Vorfall einfach vergessen und ich dir ein kleines Geschenk gebe? Ich habe das Ding einem schäbigen Händler in einer weit entfernten Hafenstadt abgeknüpft. So etwas findest du sonst nirgendwo, das glaub ich zumindest. Sag mal, Rainer ist auch noch nie aufgetaucht. Ich meine, war das damals nicht so eine wöchentliche Sache? Nee, warte mal, Quatsch. Das war in Wild World, war das auch keine wöchentliche Sache, ne? Das war auch mehr so, komm da nicht. Auf meinem Herzen lastet der Stein der Ratlosigkeit. Ich weiß nie, wo es mich nach nächstes hin versteckt. Moment mal. Vielleicht kann ich deshalb nicht so gut schwimmen. Wie dem sei, ich wollte dir nur sagen, dass meine Kameraden glauben, dass ich nicht so oft über Bord gehe, wenn sie mich am Hauptmast festbinden. An den Anker festbinden wäre schlimmer. Wenn wir das Glück, werde ich nicht mehr allzu häufig an deinen Strand gespült. Zumindest vorerst nicht. Danke für die Sache mit dem Lebensretten und so. Lebensretter und so. Mögest du immer günstigen Fahrtwind haben und trocken bleiben. Immer in der Handbreit Wasser unterm Kiel heißt das. Du Landrade, du. Schon wieder ein Turm von Pisa. Mal gucken, wie viel der wert ist. Ich wird verkauft. Also ich muss hier mal was mit der Plantage machen, würde ich da mal glatt weg sagen. Jetzt sind ja die ganzen... Nee, ich habe noch nicht komplett alle Fruchtbäume in Erntebereitschaft. Da fehlt... Ich glaube, oben bei mir an den Häusern, da fehlt noch mindestens ein Baum. Nicht mehr. Der hatte ich ja gestrippt, um nochmal neu zu pflanzen, glaube ich. An Bolles Haus vorbeigeeiert. Wieso habe ich die jetzt verpasst? Wie habe ich denn das bitte schön hinbekommen? Was machst du hier? Huch! Ich hab geschlafen? Ach wirklich? Aber ja.
Guten Morgen, Donny. Eigentlich derselbe Morgen wie letztes Mal. Ja, also, was willst du, Kunz? Um 0.20 Uhr ist nicht morgen, mein Guter. Gib mir einen Job. Nichts, ich hab nichts. Nada, zero, niente, niet. Tut mir leid, aber ich versuch's später nochmal. Also, am anderen diesen Morgen. So an der Kante, deswegen habe ich das irgendwie verpeilt. Ne? Die Nele und der Conny. Komm mir bloß nicht zu nah. Komm mir bloß nicht zu nah. Ich will nicht mit dir quatschen. Ich will da die Steine anditschen. Oh, das war knapp. Weiß passt alles, ja, aber meine Güte, was ist das denn bitte schön? Rosa mit Grün. Musst du tragen können. Lieber Himmel. So, Nele, du hast gerade meinen Conny ein bisschen durcheinander gebracht. Was hast du? Hey, du da, Sonnenschein, guten Morgen. Frisch gewagt, deshalb gewonnen. Lass uns das Beste aus dem Tag machen. Okay, Blatschi. Egal, was gibt's? Da gibt's bestimmt was, ja? Würdest du für mich etwas vom Haus von Susi zum Haus von Susi bringen? Dieser Gameboy war plötzlich in meinem Haus. Ich vermute, Susi hat ihn bei mir vergessen. Ich bin sicher, das wird einen riesen Tamtam verursachen. Könntest du das für mich erledigen? Okay, okay, komm in die Puschen. Der ist ja immer noch stinkig. Oh. Das war ein Oh! Großen Eindruck hinterlassen, würde ich mal sagen, dass der so lang stinkig ist. Okay, das schwebt jetzt so richtig blöd über den Fluss. Mehr so Richtung Norden statt Osten. Das bin auch spannend. Der irgendwo hängen bleibt. Ich weiß nicht. Also da oben sind ja genügend Bäume, aber. Relativ schnell unterwegs. Hier, das hier so, ne? So, irgendwie so. Okay. Verschwindet der, wenn ich dann das Quadrat verlasse? So Unsinn, ich hab doch gerade eben. Ja, nee, es ist klar, ne? Also. Ach ja, wenigstens bin ich in der Nähe von Susi. Wenn ich es schon nicht gepeilt bekomme hier. Susi! Ich fühle mich quick lebendig. Hey, wolltest du was? Ich hab die Lieferung. Oh, unglaublich, das ist mein Gameboy. Ich wollte gerade zum Haus von Nele gehen und ihn abholen, Tiki. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr darüber machen. Du hast mein Leben gerettet. Gracias, Tiki. Ich wollte mich bei dir bedanken, deshalb habe ich hier ein Möbelstück besorgt. Ja, von jetzt auf gleich. Ne? Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich werde dich auch das nächste Mal wieder fragen, wenn ich Hilfe brauche. So, was hast du mir denn da in die Tasche gedrückt?
Klassiksekretär. Achso, ja, Turm von Pisa. Können wir alles verkloppen. Mit alles versaust. Gerecht. So wie es aussieht, hat er sich gerecht. Brauche ich jetzt gar nicht erst anzuquatschen, dann fangen sie wieder an so rumzujammern. Bitte sprech nicht mit mir. Das? 5 Stück? So viel? Ich dachte 4 wäre maximal. Oder war das nur irgendwie einer übrig vom letzten Mal, den ich nicht gefunden hatte? Keine Ahnung. Könnte, ne? Liegt im... Oh, liegt im Bereich des Möglichen. Die habe ich ja nur echt nicht gesehen, also wirklich nicht. Also da hat auch gar nichts dran gebappt am Stamm. Wo häng ich denn hier? Achso. Hängt am Baum. Meister, wie ist mit Rüben? Wow. 600 Knaller. Was ist das denn? Eine Getränkemaschine anstatt Getränkeautomat. Ist ja witzig. Ist das Ding undicht oder was macht die so ein Geräusch? Weil daneben ist ein Tisch zu sehen. Links ist eigentlich... rechts ist auch ein Tisch, links ist ein Tisch, also was macht denn hier bitteschön? Ist das die Getränkemaschine, die so ein Geräusch macht? Das ist ja unangenehm. Also das ist ja schwer unangenehm. Also die kannst du dir ins Bad stellen, dann musst du immer pipi, da hast du nie wieder Probleme. Also eher die andere Art von Problemen. Ich hab's gekauft, aber es ist nicht weg. Also von daher. Was zum. Ach, hier! Der Sprenkler. Ne, definitiv nein. Also nein, einfach nein. Das ist ja furchtbar. Ich glaube, den kann man ausschalten, oder? Also irgendwann, wenn ich mal so weit bin, dass hier genügend Blumen überall stehen, dann könnte ich ja mal vielleicht den Gedanken... Achso, ich muss ja verkaufen. Dann könnte ich ja mal den Gedanken weiterverfolgen, tatsächlich reine Sorten zusammenzustellen, damit es ein bisschen übersichtlicher und geordnet aussieht. Ja, die brauche ich nicht. Das kommt alles nur in den Katalog. Mhm.
Oh, Schreck. Ja, ja, das Edeloutfit. Ja, nein, abbrechen. Oh ja, doch schön. Die zu verbuddeln anstatt eine Orange. Selbst die Orange ist teurer. So, was haben wir denn hier so? Ein Western-Teppich, zeig mal. Hübsch. Ein Herzen-Teppich haben wir trotzdem genommen. Alles nur wegen Anziehzahl. Nee. Nee. Die ist mir auch ein bisschen zu aufgeregt. Orange sieht eigentlich ganz hübsch aus. Wer ist das? Clown-Outfit. Topmodisch, wenn man dem Fauna-Magazin glauben darf. Möchtest du es anprobieren? Testen wir mal. Ich find's gut. Sternis pro Rübe. Ja, leckfett. Ja, leckfett. Wenn wir gleich mal die Rüben holen gehen hier. Warte, war das ein Schmetterling oder war das was anderes? Schmetterling, gut. Das war direkt über der Blume. Ich dachte schon, da krabbelt was. Weißt du was? Ich mache hier noch die Triumphtulpe hin. Habe ich mich verlesen? Ne, hier, Triumph. Sehr schön. So, die Lose zusammenpacken. Gefährlich, die jetzt hier direkt davor zu liegen. Aber ich werde es trotzdem wagen. Damit ich weiß, wie, wo, was, so, bla, ne? Nee, nicht B drücken, nicht B drücken. Lass einfach die Finger von B. So. Ja, das ist jetzt nicht so, wirklich so wahnsinnig hübsch. Das
Das auf jeden Fall. Das behalte ich. Das gefällt mir gut. Und das Clown-Outfit, das ist auch schön. Gut. Na komm, pass auf. Lass ruhig da stehen. Achso, ich wollte doch die Rüben holen. Ja, ich habe keinen Platz, ne? Das ist, ja. Ich habe keinen Platz. So, wie mache ich denn das? Sollen wir das Gepiepste da mal ausmachen? Ja, du bist weggezogen, du Segeline. An Claudi, ich grüße dich und hoffe, es geht dir gut. Ich bin jetzt umgezogen. Ich lebe jetzt in Midgard. Komm doch ab und zu mal vorbei. Wenn nicht, bin ich beleidigt. Sabrina, au revoir. Hier werde ich vorbeikommen. Das kannst du aber. Ja, kannst du aber einen Pups drauf lassen. Ich werde dich heimsuchen. nee, Scheibenkleister wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Bin mal gespannt, ob das Museum zurückschreibt. Was soll das? Wir untersuchen keinen Staub, wir untersuchen nur Fossile. Fossilien? Das habe ich mir jetzt selbst angetan, ne? Die Überlegung, ob das Fossile oder Fossilien heißt, ne? Und schon habe ich mich reingeritten. Fossilien. Nötig, dass ich den einen Brief da hier aufgedrückt habe. Anhauen. Einmal Museum. So, die war hier irgendwo, ne? Jawohl, ja. Ich komme aus weiter Ferne und verkaufe Teppiche. Du gibst mir einen Teppich und ihm ein paar Sternis. Dafür gebe ich dir einen sehr exotischen Teppich. Ich nenne das Tausch. Was hältst du davon? Möchtest du einen Teppich tauschen? Jo. Oh, du möchtest tauschen. Du hast großes Glück. Ich tausche einen Mondlandschaft mit dir. Du gibst mir irgendeinen Teppich und 3000 Sternis. Boah, geht das in Ordnung? Boah. Okay. Oh, gut. Welchen Teppich möchtest du mir geben? Gib mir irgendeinen. Den da oben. Herzchen-Teppich.
mir diesen Teppich, ich nehme dein Geld. Das ist ein Tausch, ich gebe dir das hier. Das ist eine Mondlandschaft, pass gut drauf auf, sie ist sehr selten. Der Teppich, den du mir gegeben hast, gefällt mir. Wir sollten bald wieder tauschen. Ich warte auf dich, danke. Kann ich jetzt nochmal tauschen oder ist das jetzt... Ein Wüstengrund. Das ist einfach nur braun, ne? Einfach nur Sand, fertig. Immer teurer, je öfter ich tausche, oder was? Hä? Ja, zu schade. Man bekommt sie nirgendwo sonst. Du machst mich traurig. Ich werde wiederkommen und dir noch einen Tausch vorschlagen. Bis dann. 12.000 für so einen. Meine Güte, bist du teuer. So, ein Plesiotorso. Fehlt mir dann nur noch der Schädel, beziehungsweise Schädel mit Hals. Obwohl, ich mache ja jetzt voll gleich Kohle, ne? Ich habe ja 30.000 Sternis ausgegeben. Oh, da kann ich ja gleich meine Schulden bezahlen. Jo. Ach, das Ding ist nicht sein Hintern, das ist schon der Torso. Der Hals ist extra und der Schädel ist extra. Ach so. Ich habe mich noch gewundert gerade eben. Ja, bei uns heutzutage, ne? Also heutzutage, da ist das ein extra Teil, der Hals. Und ja, damals auch. Eigentlich da unten lang gehen können, ne? Ja, obwohl, ich kann ja jetzt die
Teppiche ablegen. Das könnte ich machen. Oh, dann muss ich hier hinschmeißen. Kann ich das ablegen? Ja. Nee. Ich habe ja noch ein bisschen Luft nach oben mit meinem Geldbeutel. So. Ah, das ist es. Gut, okay. Ich hatte vier große Beutel und einen halben, ne? Hatte ich doch dann mehr als 30.000 ausgegeben. So, ich werde jetzt gleich herausfinden, was ich mache, wenn ich zu viel Geld habe. Ach, das hat er schon gemacht. Okay. Ich kriege jetzt nämlich meine Schulden bezahlt. Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann bin ich mal gespannt, was er sagt für das nächste Mal Haus ausbauen. Gut, das sagt er jetzt wahrscheinlich erst morgen, wenn das Haus ausgebaut ist. Nee, warum? Nee, das wird er heute schon sagen, ob ich dann nochmal weiterbauen möchte. Jetzt hast du den ganzen Kredit abbezahlt. Glückwunsch. Kann ich auch was für dich tun? Ich habe meinen Kredit abbezahlt. Keine Schulden mehr. Keine Schuldepuckel. So, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe immer noch hier so Haube Sternis. Achso, ich hätte ja jetzt eigentlich mal auf der... Auf der Bank hätte ich ja gucken müssen, was ich mit der Knete jetzt mache, ne? Vielen Dank, Claudi. Ich bin dir sehr dankbar für die vollständige Abbezahlung deines Kredits. Sehr dankbar. Du bist sehr zuverlässig. Und ich glaube, ich kenne deinen nächsten Wunsch, ja? Alles ist abbezahlt. Das heißt doch wohl, dass du noch ein größeres Haus haben möchtest, stimmt's? Das wäre schließlich nur logisch, würde ich sagen. Natürlich lässt sich das Haus nur durch einen Anbau nach oben erweitern. Dafür bedarf es aller möglichen Arbeiten und so weiter. Das wird natürlich nicht ganz billig. Was sagst du? Ja. Nun, mit einem derart lebhaften Handel mit dir hätte ich nicht gerechnet. Ausgezeichnet. Wenn du so darauf bestehst, habe ich keine Wahl, als zu tun, worum du mich bittest. Und das mit großem Können. Dann sag mal, welche Farbe soll das Dach deines Hauses haben? Egal, ob es dann nicht weiß. Oh cool, nee, also nicht egal, weil schwarz ist auch doof. Rot, orange, gelb. Andere Farbe.
eine andere Farbe. Blau, lila, rosa. Nehmen wir mal rot. Rot war es am Anfang. Braun. Igitt. Rot. Gut, dann kriege ich wenigstens meine Kohle los, ne? Das wäre ja voll tragisch, wenn ich nicht wüsste, wohin damit. Ich weiß nicht, ich glaube, die Tulpe wird nicht lange überleben. Das muss ich erst morgen machen, weil hier irgendwo war doch noch ein Pfirsichbaum. Ist das nicht der hier? Nee, warte mal, hier oben war es. Ah ne, hier ist er. Und ein Birnenbaum war doch auch noch irgendwie so, oder? Ja, das sieht ein bisschen konfus aus hier. Das ist jetzt nicht so prickelnd gemacht von mir. Das war jetzt nicht so clever. Ich wollte auch 3 Plantagen machen, die... Und Birnen mit Pfirsichen habe ich doch schon am Meer. Wollte ich hier alles mögliche querbeet machen an... Ich weiß nicht mehr, was ich mir hierbei gedacht habe. Ich glaube, ich wollte hier eine Allee machen. Ich glaube, es sollte eine Allee werden, aber hier ist ja ein Haus. Das ist ja auch schon mal ein bisschen arg eng. Ich glaube, ich werde den hier killen. Na, Lee kann ich ja eigentlich auch nicht klatschen, ne? Und hier oben kann kein Haus mehr stehen, das ist sehr gut, da könnte ich ja eigentlich doch Bäume hinhauen. Also gut, ich habe hier einen und hier habe ich einen. Das reicht auch, ne? Dann werde ich dann oben dann noch eine Kirsche hinmachen und einen Apfel und die Orange steht da schon. So. Beziehungsweise hier ist Birne mit Pfirsich. Hier und hier so in dem Dreh rum wollte ich Kirsche mit Birne machen. Und dann bräuchte ich noch irgendwo Kirsche mit Pfirsich. Wo wollte ich denn das hinmachen? Machen wollt? Nee, ne? Ach Käse, ich weiß nicht, wo ich das hinmachen wollte. Keine Ahnung. Es wäre vielleicht doch besser, wenn ich Pfirsich mit Kirsche Hirn hinmache, weil hier sind im Moment noch jede Menge Häuser und dann kann ich besser bauen, ohne dass da irgendwelche Bäume gelünscht werden von neuen hergezogenen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so blöd. Ja, das mache ich jetzt auch gerade. Dann werde ich jetzt gerade da runter eiern und werde da ein paar Pfirsichbäume hinhauen. Ich könnte aber auch hier später dann
Bitter werden. Also nehmen wir mal den da. Hier könnte ich dann später auch noch so einen Baum hinpflanzen. Okay. Ich würde den auf jeden Fall hier hinsetzen wollen. Eins nach unten versetzen, würde ich das machen. Gut, nehmen wir den da in Angriff. Und den da. Da oben an meinem Haus, das brauche ich erst gar nicht zu zählen. Da kommt jeder, von jeder Sorte kommt einer hin. Hier unten müsste ich mal zählen, wie viel ich da jetzt schon habe. Also hier oben habe ich 3 zu 1 Pfirsichkirsche. Und hier habe ich 1, 2, 3, 1, 4, 2, 6, 3. 6 zu 4. Okay, komm ich. Birnen, 4 Pfirsiche. Ja, eine komische Zahl habe ich mir da zusammengeklöppelt. Achso, nee, ich muss ja nur. Wenn ich die jetzt umnähe, ist ja total bescheuert. Ich muss ja nur ernten. Okay. Mit dem hier wären es 7 zu 6. Ich glaube, ich werde die hier auch nicht hinpflanzen. Das ist ein bisschen zu knifflig. Ich werde diesen mini-anderen Baum da hinpflanzen und hoffen, wenn der anwächst, dass der anwächst. Und dann werde ich schlicht und ergreifend den ummähen und dann eine Pfirsich dorthin pflanzen. Ja, obwohl, den kann ich eigentlich jetzt schon da hinschmeißen. Dann weiß ich wenigstens, was ich hier vorhabe. Gammel ja nicht. Da oben stehen jetzt 3. Ich habe jetzt noch 2. Das sind 5. Da oben ist nicht so wahnsinnig viel Platz. Reicht, wenn ich da oben 2 hinstelle, würde ich sagen. Da habe ich insgesamt 10 Pfirsiche. Das. Eigentlich wäre es mal intelligenter, wenn ich tatsächlich das so machen würde, wenn ich ernte, dass ich das in einem Rutsch ernten kann, oder?
Ich habe hier 10, 12 frei. Das heißt 4 Bäume. Es wäre intelligent, wenn ich tatsächlich so viele Bäume mache, dass die durch 4 teilbar sind. Ja, genau. 10 Pfirsiche, 10 Birnen, 10 Kirsch, 10 Apfel, das wären 40. Wird genau passen. Also nochmal, hier unten habe ich jetzt 6 geplant und hier oben stehen schon 3, also muss ich noch einen pflanzen. Nehmen wir den da, hä? Die ich jetzt habe, die werden verkauft. Ist ja noch einer, ne? Also von den Birnen brauche ich nur 4 Stück. Sollen, weil jetzt sagt er garantiert, ja, da ist überall Käse, überall Mist. Gut. Vier Stück. Da unten 6 Stück. Einwandfrei. Die richtige Kombination gewählt. Also Birne mit Pfirsich. Von der Farbe her passt das gut, das ist komplementär. Weil grün mit Pfirsichfarben, das kann man gut auseinanderhalten, das sieht gut aus. Ich will hier zum Beispiel die Kirsche nicht zusammen mit einem Apfel pflanzen. Das wollte ich auf keinen Fall. Pfirsich mit Kirsche, ja. Hier Birne mit Apfel. Das wäre dann die richtige, also von jedem etwas, aber ach nee, das. Da habe ich die Birne, habe ich dann zweimal.
Pfirsich habe ich zweimal. Das ist, da habe ich doch irgendwo einen Denkfehler drin. Irgendwo habe ich einen Denkfehler. Wenn es drei Früchte wären, könnte ich die so aufteilen. Aber bei vier ist das natürlich ein bisschen bescheuert. Egal. Die Axt lasse ich am besten hier liegen. Hier kann ich die gebrauchen. Achso, ich muss ja das Werkzeug ganz aus der Hand nehmen, um überhaupt ernten zu können. Hat er sich abgewischt. Guten Morgen. Man fühlt sich toll, wenn man mit den Hühnern aufsteht, nicht wahr? Mit den Hühnern? Ja. Hast du mehrere Eisen im Feuer oder was? Man sagt ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Habe ich sowas das letzte Mal nicht schon gesagt, als ich dich gesehen habe? Hey, sag an, was kann ich für dich tun? Gib mir Arbeit. Mal nachdenken. Nein, mir fällt nichts ein. Mir fällt sogar überhaupt nichts ein. Vielleicht nächstes Mal. Okay. Sie zieht sich um, die andere ist knatschig. Ne? Jetzt hier habe, müsste eigentlich doch gebieten, dass ich tatsächlich Kirsche mit zusammen mit Apfel anbaue. Kirschblütensaison werden ja die Bäume also nicht hübsch, aber anders. Weil hier in dem Spiel sieht es nicht hübsch aus. Die sehen einfach nur kackbraun aus. Die sehen nicht rosa aus, die sehen kackbraun aus. Also so ein bisschen so saurer Regenmäßig sehen die aus. Waren das? D5, nee. D3 hat er sich beschwert und B5 hat er sich beschwert. Dass da nicht so dolle wäre. Wobei, ja, B5 ist hier und was ich hier bitte schön großartig ändern soll, außer hier halt Blümchen hin. Ernten. Ein bisschen Knete machen.
cleverer, wenn ich nur eine Sorte gleichzeitig ernte, ne? Und im Verkaufen. Das war aber sowieso der letzte Birnenbaum, oder? Jo. Ja, okay. Okay, okay. Apfel zu meinem Glück. Bin mal gespannt, ob ich den von Eva bekomme. Gibt da bestimmt irgendein Bärchen, das Eva heißt hier, oder? Krokodile gab's ja noch nicht. Und Schlangen sowieso nicht. Ich würde den auch vom Teufel nehmen. Hab keine Aufträge mehr zu erledigen. Hab Geld gemacht, Kredit bezahlt. Einmal frei. Richtig geile Rübenpreis gehabt. Und morgen werde ich erfahren, ob an meinem Konto sich irgendwie was ändert. Ach nee, Blödsinn. Ich habe ja dann nochmal Schulden zu bezahlen. Ja, genau, genau, genau. Ja, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da tatsächlich das Konto geschlossen wird. Also es wird wahrscheinlich dann wirklich so ein Sparkonto werden. Hoffe ich doch. Ansonsten, ja, schlafen halt auf den Geldsäcken, ne?